So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, aber soll kein Shop-Video in dem Sinne sein, sondern ich verbinde das jetzt immer damit, dass ich halt gleichzeitig dann auf Twitch online gehe. Deshalb jetzt zu Hause von der Arbeit. Gehen wir mal kurz den Shop durch. Was haben wir heute Besonderes drin? Groß Neues, nichts außer einen Gleiter. Dann haben wir Mistania drin mit dem Rückenaccessoire. Also das Rückenaccessoire ist echt nice, finde ich. Und kurze Info vorweg, es gibt definitiv heute eine V-Bucks-Mission, aber ich mache die dann gleich im Livestream, aber wie gesagt auf Twitch. So, dann haben wir hier noch die nette Dame, die Scharlachkommandantin, dann die männliche Variante, der blutrote Elite-Soldat. Dann haben wir Arachne, die Spinnenlady. Für meisten Frauen wahrscheinlich ein bisschen zu eklig. Dann natürlich noch die Pickaxe dazu. Die ist eigentlich nice. Dann der Flugweber. Ich sage für Frauen überhaupt nicht gemacht. Dann die männliche Variante, der Spinnenritter. Der ist eigentlich nice. Also, aber das ist halt so ein typischer 2000 V-Bucks-Skin, finde ich. Die sehen, in Grundform ist eigentlich immer gleich beim 2000 V-Bucks-Skin. Also das so wäre so ein typischer. Hier haben wir nochmal die weibliche Zauberin, Elmira, mit passendem Rückenaccessoire. Gibt es in verschiedenen Stilen, auch die Eis-Variante. Dann kommen wir jetzt zum Highlight, der neue Kleiter, angepasster Kleiter in fünf verschiedenen Stilen. Ich finde ihn persönlich eigentlich nice, weil das halt wieder so eine Richtung zwischen OG-Kleiter ist und es ist wirklich eine gesunde Mischung. Ihr wisst ja, ich mag ja diese einfachen Kleider und nicht Hokus Pokus 18 Mal im Kreis und hast du nicht gesehen. Und dann einmal wackeln. Dann Schattentraining. Dann Mattetanz. Ja, bei dem Skin sieht es echt nice aus. Und natürlich die Sturmtrooperin. Und ihr wisst ja, wer mich supporten will, auch wenn er nicht mehr bei Twitch dabei ist, einfach YT-FamilyHack und keine Panik. Sobald wieder neue Missionen kommen, die auch Sinn machen, außer lande 28 Mal da, mach das und das, dann werden natürlich auch wieder Videos kommen zu Missionen. Aber zurzeit, es gibt eigentlich zurzeit wirklich nichts in Fortnite zu tun. So, wie gesagt, wenn ihr das Video seht, jetzt haben wir 17.17 Uhr. Ich denke mal, dass ich so ab halb sechs auf Twitch online sein werde. Also, wie gesagt, gern vorbeikommen. Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten geht einfach mal auf Twitch selbst. Einfach YT-FamilyHack. Auch da bin ich dann zu finden. Und wie gesagt, alle, die jetzt von YouTube mit rübergekommen sind, erstmal großen Dank dafür. Und ich kann wirklich vorweg sagen, alle sagen, Twitch ist deutlich besser als YouTube, was Stream betrifft. Videotechnisch klar, YouTube. Aber ich finde persönlich, Twitch ist halt Stream und YouTube ist halt einfach nur Video. Ist meine Meinung und alle anderen sind derselben Meinung, weil du kannst auf Twitch einfach machen, was du willst. Du kannst Musik abspielen. Wir haben jetzt gestern zum Beispiel, durfte sich jeder Lieder wünschen durch die Punkte, die man sammeln kann im Stream. Und von daher, ich bleibe definitiv bei Twitch. Werde zwischendurch vielleicht nochmal auf YouTube streamen, aber ich denke mal hauptsächlich wirklich auf Twitch. Es ist einfach so, ihr seht unten rechts Zuschauerrekord. Ich bin eine Woche auf Twitch, schon 50 Zuschauer. Klar, ich wurde zwar geradet, aber ich bin zufriedener mit Twitch. Aber muss jeder selbst wissen. Wie gesagt, in Rette die Welt gibt es eine V-Bucks-Aufgabe. Die werden wir dann gleich zusammen machen. Also kommt einfach in den Stream rein, wenn ihr wissen wollt, wo das Ganze ist. Und dann würde ich sagen, bis gleich.